So, dann wollen wir mal. Ich höre schon was. Na toll, gleich vergiftet. Ich habe kein Gegengift, ne? Okay, was machst du? Ah, du sprichst hier was. Oh, verflucht und zugenäht. Ich hätte den gerade so aufleveln können und jetzt geht es genau nach hinten los. Da ist das Bahnöl. Das braucht man, um in die hinteren Ebenen zu gelangen. Das ist sehr gut. Wir müssen also eine Waffe nehmen, die noch nicht gut aufgestuft ist. Ja, dann nehmen wir doch einfach den hier. Ach du Scheiße, Waffenwechsel ist zurzeit nicht möglich. Boah, das ist so bitter her, ehrlich. Ich hätte den gerade jetzt aufgestuft. Ich will nicht, dass der wieder ganz runter geht. Jetzt, wir nehmen das Flugpulver auf geht's. Ich glaube, ich muss sogar noch eine Waffe verkaufen. Wir können nicht ohne Gegengift rein. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, meine Freunde. Können wir den Blitzstein verkaufen? 50. Die Stachelköder. Oh, da bringt ein Köder 200. Das ist gutes Geld. Angeln will ich ja sowieso noch nicht. Kauf machen. So ein Fluchtpulver müssen wir noch holen. Das kaufen wir uns auch. Wasser kann man nicht genug haben. Jetzt machen wir noch ein Gegengift. Das ist gut so. Wiederbelebungspulver, nee, das brauchen wir nicht. Kann man das verkaufen? Ja, das bringt sogar ordentlich Geld. Wir rüsten jetzt nämlich erstmal. Ach, das ist so bitter, dass da jetzt nochmal 9 runtergegangen sind. So. Sorry, dass ich so unvorbereitet hier reingehe. Aber die Fluchtpulver sind extremst billig. Richtig billig. Waffen können nicht getauscht werden. Gut, dass ich den genommen habe. Ja, es war wichtig, dass ich das Fluchtpulver benutzte. Das könnte von meinem Haus sein. Einfach mal eine Kälte. Zaun. Da hätten wir das Bahnöl, aber ich gehe mit Sicherheit jetzt nicht
wenn ich meine Waffen nicht wechseln kann. Hier zu dem besonderen Bereich. Das werde ich schön sein lassen. Wow, was bist du? Jetzt bin ich klebrig. Geschwindigkeit nimmt ab. Sie ist verschlossen. Es war eine Flutfalle, aber Lette können nicht wirken. Immerhin ist mein Klebrigzustand jetzt weg. Nee, der ist auch noch da. Was ein Trick. Wieder ein Küchenmesser. Also Waffen bekomme ich echt. Boah, mach den Klebrigzustand weg, bitte. Weiß ich nicht, wer das Ding hat. Donner nehme ich auch mit. Hier gibt es ganz oben rechts einen See. Eine Quelle, eine Heilquelle. Die werde ich mal aufsuchen. Das ist aber ein extremst bitterer Fluch. Erstens, dass du nicht Waffen wechseln kannst, und dann geht noch deine aktuelle Erfahrung von der Waffe runter. Das ist ja doppelt gemoppelt bitter. Das ist ein besonderer. Ja, der wehrt ab, der Hund. Oh je. Wie, der ist nochmal aufgestanden. Das war's jetzt. Stärketrank. Nee, nicht schon wieder. Oh. Das war extremst eng. Eine Lampe, okay. Eigentlich ist er ganz einfach. Einfach ein bisschen außen rum laufen. Oh, jetzt muss ich in dem Kleberzustand hier durch die. Ich muss mir ein paar Seifen kaufen. Das ist wohl die lästigste Eigenschaft, die man haben kann hier. Da hast du das Gefühl, dass du dich nicht nach vorne bewegst. Ah, hier gibt es auch noch Quelle.
Steigst du da mal auf? Nee. Claudes Haus. Straße, okay. Erstmal muss ich die Waffe jetzt einmal reparieren. Das war die Hälfte von meinem Gold weg. Das ist natürlich sehr bitter. Da kann man keine Seifen einkaufen. Das ist richtig lästig. Jetzt muss ich nämlich nochmal. Muss ich nochmal alles holen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ne, noch zwei Stück, okay. Ich glaube, wir rennen, obwohl wir können ja nicht einfach durchrennen. Eingeschränkte Zone. Das ist immerhin ein bisschen hilfreich. Ja, jetzt können wir durchrennen, definitiv. Kochende Kirsche, oder was? War die nochmal gut? Hält die Zeit an und beschleunigt sie. Die kann man, glaube ich, auf den Gegner draufschmeißen. Rot. Wir kämpfen hier nicht unnötig. Oh, noch so ein Brandöl. Fass. Knochenschlüssel perfekt. Läuft ja erste Sahne. Na, hier geht's nur wieder Bahn weiter. Die Gegner können wir getrost alle beiseite lassen. Wir bekommen ja keine Erfahrung von ihnen. Aber was ich jetzt, glaube ich, ein bisschen machen muss, ist den Stuhl ein bisschen ausrichten. Oh, der hängt mir so im Kreuz drin, ehrlich. Da oben gibt es noch einen Ball. Holen wir uns. Schlüssel haben wir. Jetzt haben wir noch Claude bekommen. So, da drüben gibt es wahrscheinlich noch die Karte und noch was anderes.
deinen Schatz drum. Da ist der Ausgang, ne? Wunderbar, dass wir da gekommen sind. Das andere ist mit dem Bullen. Ah, jetzt sind wir noch vergiftet, ehrlich. Eine weiche Banane. Gibt's aber auch keinen. Kein Weiher, ne? Regeneriert Gepetto. Macht durstig. Gehen wir weiter. Ich gehe definitiv kurz raus, also einmal mehr rausgehen kann nie schaden. Hier werden wieder einiges gesammelt. So, erstmal einen Schluck trinken. Ah, auf dem Dreieckknopf können wir quasi schnell Ausrüstung machen, das ist gut. Das können wir nicht auf schnell ausrüsten. Machen wir noch eine Bombe. So, das ist Claude. Wir haben auch Claudes Haus bekommen. Das machen wir mal hierher. Wenn alles gut läuft, kriegen wir Claudes Haus sogar fertig. Der will den Lagerraum. Haus bekommt den Lagerraum und dann haben wir hier noch ein Fass. Ja. Gehen wir mal Cloud besuchen. So, da ist die Bank, die er haben wollte. Da ist Cloud, glaube ich. Köstliches Wasser. Hey, Moreno, als ich in dieser komischen Blase war, dachte ich schon, es wäre vorbei mit mir. Ach übrigens, das Essen vom Fest, ich frage mich, was damit passiert ist. Es müsste noch etwas übrig sein. Mal sehen, ich würde gerne an einer Stelle bauen, wo ich gutes Essen riechen kann. Etwas Gutes zu essen geben. Vergiss nicht die Schachtel mit den Süßigkeiten, das ist das Wichtigste. Ich glaube, die habe ich. Perfekt. Hat sich gleich noch ein Brot hier gemacht. Hey, Volendio, wie geht's dir? Jawohl, das stimmt. Ich muss dir etwas geben, weil du mein Haus aufgebaut hast. Was habe ich denn hier? Hier, nimm das. Greif ruhig zu. Du brauchst nicht zu gieren. Süßes. Okay, das war's dann. Tschüss. Aber du hast noch was im Haus, was ich gern hätte. Und zwar waren da noch zwei Schatztruhen. Eine Bombe. Geschwindigkeit plus und ein Tierbahn. Oh,
Was kann ich denn mit dem anfangen, mit dem Lutscher, den ich bekommen habe von ihm? Schauen wir mal ganz kurz rein. Kunstnaschwerk, super lecker. Keine Ahnung. Ah, schau mal, da drüben ist eine, hat sich eine Truhe aufgemacht, weil wir die Fässer aufgestellt haben. Und Brot. Gehen wir wieder rein. Auf geht's. Nur einer, okay. Oh, Event. Toll, dass du es hierher geschafft hast. Ich habe deine Fähigkeiten gesehen. Oder liegt es nur an dem Stein an deinem linken Arm? Das ist zweifellos das legendäre Admedia. Ein Schatz der Götter, den nur wenige besitzen können. Kaum zu glauben, dass du würdig sein solltest. Aber das tut ja nichts zur Sache. Wärst du so freundlich, ihn mir zu übergeben? Nein. Verstehe. Du willst also mit diesem Stein die Welt wieder. Du willst mit diesem Stein die Welt wiederherstellen. Ein edles Ziel. Aber selbst wenn du die Welt wiederherstellen könntest, könnte die Zerstörung sich wiederholen, wenn du nicht den bösen Djinn besiegst. Und diese Aufgabe überfordert dich leider völlig. Er ist mächtig genug, die Welt ohne weiteres zu vernichten. Kein Wesen, keine Waffe ist ihm allein gewachsen. Ich bin wegen dieses Steins an diesen Ort und, oder vielmehr in diese Zeit gekommen. Ich brauche diesen Stein mehr als du, um genau zu sein. Es gibt noch viel, was du über diesen Stein nicht weißt. Oh mein Gott. Was geht jetzt mit ihm ab? Hehehe, verzeih mir. Manchmal komme ich ins Schwärmen. Tja, wenn du mir den Stein nicht freiwillig überlässt, habe ich keine Wahl. Lass mal sehen, was du kannst. Es muss ja einen Grund geben, dass du den Stein hast. Oha, Quick Event. Das war cool. Aha. Oh! Einfach so ein Arschtritt und das war's aber trotzdem. Keine Sorge, die Quick Events werden später noch ein bisschen kniffliger. Das war nicht schlecht. Wie wär's damit? Boah, er blutet sogar. Du bist ja lächerlich. Kannst nicht mal einen so erbärmlichen Angriff vertragen. Du verdienst diesen Stein nicht. Was mit der Katze? Du hättest ausweichen können, aber du hast es nicht getan. Absichtlich. Na gut. Das war's für heute. Ich glaube, ich beginne zu verstehen, warum die Feen dich gewählt haben. Es wird unterhaltsam sein, dir zuzusehen. Aber ich werde dir einen Rat geben. Du kannst den Djinn nicht einmal mit deinem Stein besiegen, noch nicht. Auch wenn du nur den geringsten Wunsch hast, ihn zu besiegen, du musst stärker werden. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Der Kleine wird dir einen Gefallen erwidern. Bis bald.
Okay, was haben wir? Einen Wandeltrank haben wir erhalten. Einfach so in die Kugel verwandelt worden. Eine Streunerkatze erhalten. Und soweit ich weiß, brauchen wir die jetzt auch, weil sonst können wir hier nicht weiter, genau. So war es nämlich. Dann können wir jetzt nämlich das Verlies verlassen. Wir brauchen nicht mal einen Fluchtpulver. So, und dann schauen wir mal, wo wir die einsetzen, ne?